Bücher freuen und herzlich willkommen im Wochenende, beziehungsweise bei euch wird es jetzt vielleicht Sonntagvormittag sein. Ja, ich komme jetzt leider erst Samstag spätnachmittags zum Drehen. Ich war heute Vormittag ein bisschen beschäftigt und dann noch beim Handy kaufen. Ja, leider war das, was ich so wollte, nicht vorrätig. Ich muss jetzt bis Mittwoch warten, aber ich habe mich entschieden und ich habe es bestellt. Und dazu aber denke ich dann einfach im allgemeinen Geplauder ein bisschen weiter. Ja, es gibt diese Woche über 4 Bücher zu berichten, 3 gelesene und ein gehörtes. Ja, also eine ganze Menge. Dadurch, dass ich diese Woche Spätschicht hatte, das heißt von 11 bis 7:30 gearbeitet habe, bin ich nachts eigentlich irgendwie gar nicht müde. Ja, irgendwie fragt mich nicht. Ich schlafe ja jetzt seit meinem Urlaub die letzten 2 Wochen nicht so gut, aber ich bin eigentlich nicht müde, sondern ja, ich bin einfach wach und wache dann auch morgens wieder auf und bin auch wieder wach. Ich weiß noch nicht, ob das sich der Körper irgendwann mal holt, aber es geht mir gut und das ist wichtig und ich brauche ja eh nie viel Schlaf, aber ja, dadurch, dass man eben wenig schläft, hat man natürlich ein bisschen mehr Zeit zum Lesen und das habe ich diese Woche dann auf jeden Fall auch genutzt, auch auf Arbeit, in Mittagspausen und sowas oder auch vor der Arbeit, wenn man dann natürlich erst um 11 anfängt, hat man vormittags, nachdem man den Haushalt gemacht hat, auch Zeit und so sind es jetzt tatsächlich diese Bücher geworden, wobei natürlich das Hörbuch, das ist auch im Grunde nur eine Kurzgeschichte und hatte nicht ganz so viel Seiten oder Hörzeit, deswegen ist das vielleicht auch sogar nur ein halbes Buch. Aber beginnen wir einfach mal von vorne und zwar habe ich gelesen Küss mich ist Superstar von Annika Bühnemann und Anna Fischer. Das ist mein erstes Buch von der lieben Annika und ich habe mich sehr gefreut, dass ich es lesen durfte, dass es mir von beiden zur Verfügung gestellt wurde und ich habe es als E-Book gelesen und war total gespannt und wie ich es fand, erfahrt ihr dann natürlich jetzt im Laufe des Videos. Ihr findet ja wieder unten in der Infobox, wann welche Rezension beginnt, also da versuche ich ja alles mögliche an Infos immer reinzupacken, also guckt da gerne mal rein. Das zweite Buch habe ich dann zusammen mit Andi vom Kanal Büchersüchtig gelesen, Wunder. Von, ja, den Autor kann ich mir einfach nicht merken, von, wo habe ich hingeschrieben? Raquel J. Palacio. Ja, ich hoffe immer, man spricht sie so aus. Ich hoffe, es ist nicht sie, Raquel. Ist das nicht eine Rachel im Englischen? Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Auch das habe ich als E-Book gelesen, weil Andi mir von dem Klappentext so vorgeschwärmt hat und ich dann dachte, eigentlich ist das auch schon irgendwie vielleicht ein Buch für dich. Hat auch den Jugendbuchpreis 2014 gewonnen und da dachte ich, ja, und da wir dann, also da er direkt mit dem Lesen loslegen wollte, habe ich gesagt, na, dann hole ich es mir als E-Book und so ist es ein Neuzugang, der direkt weggelesen wurde. Also ich finde, vorbildlicher geht es gar nicht. Dann das Hörbuch war Die Tage in Paris von Jojo Moyes als Hörbuch aus dem Ort Abo aus dem Abo aus April. Da habe ich mir diese beiden Jojo Moyes Hörbücher ja zum Preis von einem im Grunde geholt und das hatte auch, glaube ich, eine Laufzeit von etwas über 2 Stunden, 122 Seiten. Also es war kein langes Hörbuch, es ist so eine Kurzgeschichte und gehört zu dem Buch Ein Bild von dir ist irgendwie die Vorgeschichte dazu. Und das habe ich diese Woche ein bisschen gehört, so beim Haushalt machen, so Kopfhörer rein, dann kann man das immer schön so ein bisschen nebenbei hören. Hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich merke einfach Hörbücher, manchmal, ja, ist es da schon. Ja, und das letzte Buch, was ich jetzt heute Morgen, also Samstag früh, noch im Bett dann beendet habe, ist Im Schatten der Königin von Elizabeth Freemantle. Und zwar hat da Paddy unglaublich von geschwärmt, auch ihr Kanal, ihr Video auch dazu in der Infobox. Und ich habe das dann beim Verlag angefragt und es wurde mir als E-Book auch zur Verfügung gestellt und schwupps wurde es jetzt direkt gelesen, weil mir war tatsächlich dann nach etwas Historischem und ich wollte wieder in diese Tudor-Zeit eintauchen und so ist es dieses Buch dann geworden. Es hat eben einfach gepasst und ja, man muss seiner Lust sozusagen auch einfach mal, wenn man Lust auf ein Genre hat, auf eine Geschichte hat, einfach mal freien Lauf lassen und so habe ich das gelesen. Wer sich jetzt wundert, ich habe tatsächlich nicht weiter gelesen in The Feast for Crows, also im vierten Teil von Das Lied von Eis und Feuer. Mich hat es die Woche nicht hingezogen. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass es so ein bisschen langweilig ist, aber ich werde es auf jeden Fall im Juni beenden. Ich denke, dass ich jetzt in nächster Zeit das noch nebenbei wieder ein bisschen weiterlese, aber die Woche war mir einfach so nicht danach und ich habe mich dann eben auch im historischen Roman sozusagen ein bisschen verloren und so habe ich dann lieber das gelesen, als weiterzulesen. So, das
das so zu den Büchern. Also ihr seht, wir haben recht viel vor und ich denke, wir fangen jetzt auch direkt einfach mal an. Und zwar mit Küss mich Superstar von Annika Bühnemann und Anna Fischer. Ist jetzt Anfang Juni ganz aktuell erschienen, hat 288 Seiten, kostet aktuell als E-Book auf Amazon 99 Cent. Die Printausgabe wird auf jeden Fall noch nachgereicht, vielleicht ist sie mittlerweile auch da. Wenn, dann verlinke ich euch natürlich alles in der Infobox. Ja, es ist mein erstes Buch von Annika Bühnemann. Ich bin schon lange Zuschauerin ihres Kanals. Sie macht ja sehr, sehr regelmäßig fast täglich Vlogs oder aktuell glaube ich wirklich täglich. Und ich bin sonst ja nicht so der Vlog-Schauer bei anderen, aber ich gucke unglaublich gern bei Annika rein, weil das ist so eine unglaublich sympathische Frau und die teilt wunderbare Dinge mit uns. Und sie hat ja auch diesen Blog vom Schreiben Lernen, den ich sehr, sehr gerne lese. Ist einer der wenigen Blogs, wo ich wirklich regelmäßig 2-3 Mal die Woche drauf schaue, ob mich da ein Thema interessiert, und es ist eigentlich nie nichts dabei, was mich interessiert. Also finde ich ganz, ganz toll. Ich verlinke ihren Kanal natürlich auch mal in die Infobox. Und ja, sie ist auch Self-Publisherin und wir haben uns auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt. Und die Annika hat nicht nur in den Videos eine total sympathische Art, sie war es auch tatsächlich so ganz live und wir haben uns super gut unterhalten. Und das ist wirklich jemand, der mich auch so motiviert, und wenn ich ein Video von ihr gucke, meistens früh zum Frühstück, dann motiviert mich das auch in dem Tag. Annika, liebe Grüße von mir, wenn du das siehst. Das Wort zum Sonntag sozusagen. Ja, aber um was geht es in Küss mich Superstar? Also wer mich kennt, weiß ja, dass ich nicht so der klassische Liebesgeschichtenleser bin. Also ich mag Bücher mit Gefühl und Emotionen, wenn sie einfach auch nachvollziehbar für mich sind und nicht dieses Hin und Her und Dreiecksgeschichten, dafür bin ich einfach nicht zu haben. Und ja, deswegen war ich schon ein bisschen skeptisch, habe mich aber über die Leseprobe, die mir zugeschickt wurde, mega gefreut und es hat mich direkt angesprochen, als ich eben über Kathi gelesen habe und dachte, ja, das sprich dich an, das willst du lesen. Und ich fange jetzt einfach mal an, um was es in dem Buch geht. Meine Güte, heute habe ich irgendwie so ein bisschen Plauderlaune. Also macht euch auf ein längeres Video gefasst und holt euch was zu trinken. Ja, also um was geht es in Küss mich Superstar? Es geht um Kathi, die verheiratet ist mit Felix und eine Tochter hat, Leonie. Und ja, sie leben so in ihrem Leben und es ist nicht mehr allzu aufregend. Es gibt keine Schmetterlinge im Bauch mehr und sie fragt sich, ob das schon im Leben alles gewesen ist. Und dann gehen sie gemeinsam auf ein Klassentreffen, also sie und ihr Mann Felix. Und die haben sich eben in der Schule auch kennengelernt, dementsprechend können sie zum gleichen Klassentreffen gehen. Und dort trifft sie dann auf Christian und Christian ist erfolgreicher Filmproduzent und die beiden unterhalten sich so ein bisschen und kommen dann so ein bisschen auch natürlich ins tiefere Gespräch über Schauspielerei und Singen. Und Kathi macht das eben in ihrer Freizeit unglaublich gerne, ist auch in der Laientheatergruppe und singt auch immer mal so ein bisschen, meistens für sich, aber macht das eben gerne. Und ja, Christian hat da so ein bisschen Gespür, dass er sie für seinen nächsten Film möchte. Und ja, sie ist da anfangs noch ein bisschen so am Zweifeln und auch Felix ist nicht so ganz auf ihrer Seite, auch ihre Freundin Tammy, die sagt ihr sofort, mach das, und sie entscheidet sich dann auch tatsächlich dafür, muss dafür ein paar Tage nach Paris zum Drehen und trifft dort auf ihren absoluten Superstar, dessen Name ich glaube ich vergesse, nein, Vincent, ich habe mir ein bisschen Namen aufgeschrieben, ich habe es immer nicht so mit Namen, auf Vincent, das ist ein ganz heiser, angesehener Schauspieler, ich glaube war er aus Dänemark, Norwegen, irgendwie so, ja, irgendwas war es gewesen, irgendwas Nordisches, was ich wiederum dann gut verstehen kann, ich habe ja auch so eine Manie mit finnischen Männern, also egal ob es Rennfahrer sind oder Sänger, ja, jetzt kann sich jeder selbst überlegen, wem ich meinen könnte, ja, das hat, ich konnte das sehr gut verstehen, was Kathi da empfindet. Und so reist sie dann nach Paris und dreht eben zusammen mit Christian und Vincent ja den Film, wobei sie da irgendwie eine Leiche eben spielt und nur so in Erinnerungen von Vincents Rolle sozusagen auftaucht. Also nicht jetzt viel Französisch oder so sprechen muss, was vielleicht ein bisschen unrealistisch gewesen wäre. Von daher ist das alles sehr logisch gewesen. Und ja, es fängt dann eben ein bisschen an zu kribbeln zwischen ihr und Vincent. Und sie fragt sich halt, ob sie in ihrer Ehe, in ihrem Leben glücklich und zufrieden ist. Und versucht das eben im Grunde so ein bisschen in Paris und auch dann danach herauszufinden. Ja, eine Geschichte, die mich sehr überrascht hat, weil sie mich total angesprochen hat. Ich mochte den Gedanken mit dem Klassentreffen, weil sind wir mal ehrlich, es ist ja immer irgendwie mehr so graus als schön, wenn man irgendwie Leute nach gefühlt einer Ewigkeit wieder trifft. Und auch ich bin davon überhaupt kein Freund, weil die Menschen, die mir nahe sind aus der Schulzeit, mit denen habe ich auch heute noch Kontakt, und all anderen, da gibt es eben Gründe, warum man es nicht ist. Und dementsprechend konnte ich Kathi da sehr, sehr
gut verstehen und ich mochte auch, wie sie mit ihrer Tochter umgeht, wie sie mit Tammy, ihrer besten Freundin, so im Gespräch ist, was sie da so ein bisschen an Weisheit und so hervorbringt. Die Dialoge waren unglaublich toll und ich mochte auch die Nachbarin Rosi, ist so eine lustige alte Dame, die unglaublich viel Spaß mir gebracht hat, die fast ein bisschen kurz kam. Und ich mochte eben einfach die Gedankengänge von Kathi und ich habe sie unglaublich gut nachvollziehen können, weil wenn man eben gerade schon länger in einer Beziehung ist, ist es eben nicht mehr so frisch wie zu Beginn und man fragt sich natürlich immer, ist es das schon gewesen? Will ich das mein ganzes Leben so, wie es jetzt ist? Und und dann ist natürlich das Neue immer ein bisschen aufregender und interessanter und dann kommt man natürlich vielleicht schon mal so ein bisschen in kleine Zweifel, gerade weil halt zum Beispiel auch der Mann von Kathi so ein bisschen typischer Workaholic ist. Und ich glaube, man kann das gut nachvollziehen als etwas ältere Frau. Also es ist definitiv nichts für Jugendliche, sondern wirklich, ich sag mal so, ab Mitte, Ende 20 auf jeden Fall. Ich habe mich da unglaublich angesprochen gefühlt. Ich habe mich auch verstanden gefühlt, war auch froh, dass nicht immer nur ich solche Gedanken habe, sondern auch andere Menschen. Und das spricht ja dann eben auch einfach für ein Buch, dass es einfach realistisch ist, wenn man es nachempfinden kann. Und ich mochte eben auch so die Selbstzweifel und die Zweifel an der Beziehung und so ein bisschen die schönen Momente, die uns dann in Paris gebracht wurden mit Vincent, wenn man da Paris so ein bisschen erkundet und dann eben so dieses Ruhmleben erzählt bekommt von Vincent, wie das alles so läuft. Und ich mochte auch die Einlagen, wo uns so ein bisschen die Schauspielerei näher gebracht wurde und ich mochte die Atmosphäre unglaublich gerne und es hat wirklich Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Das Buch ist halt leider nicht sehr dick, also es hätte durchaus noch 100 Seiten mehr haben können und ich muss auch ehrlich sagen, dass das Ende nicht mein Ende ist. Es ist nachvollziehbar und ich glaube, ich finde sogar gut, dass es so ist. Ich wollte ein anderes Ende. Aber ich möchte jetzt gar nicht auf das Ende eingehen oder sagen, was ich mir wünsche. Ich will ja keinen spoilern. Aber mein Ende war es einfach nicht. Und das war dann so ein bisschen, es hat zwar gepasst, es hat sich auch logisch in die Geschichte dann eingefügt und es war die logische Konsequenz aus der Geschichte. Dennoch habe ich es mir irgendwie anders gewünscht. Ich kann es nicht formulieren, ich weiß, wie mein Ende aussehen würde. Und ich war dann so ein bisschen davor und dachte, ja. Und das ist so ein bisschen, was ich kritisieren würde. Also wirklich so das Ende, was einfach nicht meins ist. Gar nicht, dass es unrealistisch oder unlogisch ist, gar nicht. Ich glaube fast, es ist mir persönlich sogar zu logisch dann gewesen. Und wo ich dann so dachte, naja, haha, okay. Es war irgendwie nicht ganz mein Fall und ich weiß nicht, es hat es auch irgendwie für mich nicht ganz rund angefühlt, aber gut. Ansonsten war es wirklich ein unglaublich tolles Buch. Ich mochte, wie gesagt, die Dialoge, ich mochte das Atmosphärische und das Gefühl, in das wir hineingebracht wurden. Und es hat sich wirklich locker leicht weglesen lassen und hat wirklich Spaß gemacht. Also hätte ich gar nicht erwartet. Wie gesagt, ich war da schon ein bisschen kritischer und finde es schön, dass ich überzeugt wurde, dass mir diese Geschichte eben gefällt. Und ich habe hier auch eine kleine Weisheit mir herausgeschrieben, die mir unglaublich gut gefallen hat. Und zwar singt Kathi und begründet das so ein bisschen. Ich singe, wann immer ich kann, vor mich hin, vor allem beim Putzen. Irgendwie habe ich dann immer das Gefühl, einen besonderen Moment erschaffen zu können. Ich kann mich vollkommen in einem Lied verlieren und vergessen, wo ich bin und was ich mache. Und das fand ich schön, weil das hat es genauso getroffen. So geht es mir auch. Ich höre auch, wenn ich putze, egal ob ich Staubsauge, bügle, Bad putze, überall Musik und meistens auch auf Kopfhörer. Und ich habe dann wirklich das Gefühl, wenn ich mittrellere, dann ist das so, dann ist es irgendwie wie in so Filmen, wenn dann Musik unterlegt wird. Wisst ihr, wie ich es meine? Es gibt auch jetzt dieses neue Lied von, keine Ahnung, wie der Sänger heißt, Musik sein. Und da geht es eben auch darum, dass es so Momente im Leben gibt, wo dann eben Musik sein sollte, wo Chöre singen sollen, Geigen, Klavier und das finde ich schön. Und genauso wäre es doch ein tolles Leben, wenn man aus der Tür herausgeht und dann kommt irgendwie so ein Abschiedslied und dann geht man irgendwo herein und die Musik wird hell. Und ja, das hat mir diese Zeile auch so gegeben, dieser Abschnitt in diesem Buch fand ich sehr schön und ach, fand ich wirklich toll. Und ja, man hat da halt so ganz, ganz viel Gefühl. Und am Ende gibt es dann eben auch, oder mittendrin mal in dem Buch, macht Kathi eine Glücksliste, wo sie aufschreibt, was sie glücklich macht. Und das fand ich wunderschön. Und ich finde, jeder Mensch sollte eine Glücksliste haben. Und sollte diese Glücksliste einfach pflegen, was ihn glücklich macht. Ich glaube, es Sonne ist, wenn man die Augen aufschlägt, ob es das Katzenschnurren ist, ob es das Katzenstreicheln ist, also Katzen machen mich ja grundsätzlich glücklich, ob es das Lesen in einem guten Buch ist, ob es das Hören von guter Musik ist, ob es ein toller Film ist, der einen zu Tränen rührt, ob es Barfußlaufen über die Wiese ist, alles, was einen glücklich macht, sollte auf einer Liste stehen. Und wenn es einem mal nicht so geht, guckt man auf diese Liste und ich glaube, dass man tatsächlich dann immer lachen wird und lächeln wird und merken wird, dass
die Welt doch, also die Welt vielleicht schon, aber dass die eigene Welt vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie man dann irgendwie gedacht hat. Also ein tolles Buch, das wunderbare Gefühle in mir ausgelöst hat, das mich begeistert hat, gefreut hat und bis auf das Ende wirklich empfehlenswert ist. Und ich würde sagen, wer Liebesgeschichten mag, der ist hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Das zweite Buch dieser Woche habe ich dann im Grunde so alles immer so ein bisschen parallel gelesen, was ganz gut funktioniert, wenn die Themen der Bücher nichts direkt so miteinander zu tun haben. Und zwar war es eben ein Buch, das ich mit Andi von Büchersüchtig, Kanal in der Infobox, gelesen habe. Wunder von Raquel J. Palacio hat als E-Book und auch als Taschenbuch kostet es 9,99 €, ist im DTV-Verlag erschienen, hat einen Jugendbuchpreis 2014 bekommen, ist demnach ein Jugendbuch. Logisch, sonst hätte es keinen Preis bekommen. Und ich hatte das Buch gar nicht so auf den Schirm. Ich weiß, vor einem Jahr ungefähr ist das schon mal irgendwie sehr gehypt gewesen. Es hat mich aber nie so angesprochen. Und Andi hat dann eben so geschwärmt und gesagt, er liest es jetzt demnächst. Ich glaube, wir haben da letzte Woche mal drüber gesprochen, dass er dann damit anfangen wird nach unserem Abbitte. Und ich habe dann so ein bisschen den Klappentext gelesen und war ja eben so geschwärmt. Da dachte ich, ach, da liest er einfach mit. Und zu zweit lesen oder gemeinsam lesen macht sowieso immer mehr Spaß. Und so haben wir uns das auch in Leseabschnitte eingeteilt. Und dann haben wir gelesen. Ja, um was geht es in Wunder? Es geht um Augustus. Oggi wird er genannt, 10 Jahre jung und er ist sehr missgestaltet. Er ist schon so auf die Welt gekommen, es gibt da irgendwie einen Gendefekt in seinem Körper und so hat er wirklich ein ganz schlimmes Gesicht. Und wir erfahren von Oggi aber Anfang eigentlich nur, dass er anders aussieht und wissen gar nicht, wie oder was und warum, denn Oggi sieht sich eigentlich als normal an und er versteht nicht, warum die Leute ihn irgendwie so komisch anstarren oder wegschauen und er fragt sich auch immer, muss das wirklich sein? Geht aber damit sehr locker um, weil er halt einfach sagt, ich weiß, dass das so ist und die Leute sollen halt machen, was sie wollen und sich selbst sieht er eben als normal. Klar, warum auch nicht? Er wird wohlbehütet von seinen Eltern und von seiner Schwester Olivia, die liebevoll Via genannt wird. Und er hat schon viele OPs in seinem kurzen Leben hinter sich und wird auch zu Hause unterrichtet von seiner Mutter. Bis eben, der Zeitpunkt kommt, an dem die Geschichte einsetzt und seine Eltern sagen, eigentlich wird es Zeit, dass er jetzt auf die Middle School, glaube ich, war es, kommt. Ich habe es immer mit dem amerikanischen Schulsystem nicht so. Also die 5. Klasse besuchen soll und dass es einfach Zeit wird, dass er vielleicht jetzt mal von einem echten Lehrer unterrichtet wird. Und sie entscheiden sich eben für eine Schule ganz in der Nähe und auch der Direktor ist sehr, sehr freundlich zu ihm und nimmt ihn mit ganz viel Herzblut sozusagen auf und sorgt auch dafür, dass er schon vor Schulbeginn einfach 3 Leute von seiner Schule kennenlernt, die ein bisschen rumführen, die vorbereitet sind, was sie bei Oggi erwartet und die alle 3 jetzt erstmal so ein bisschen versuchen, ihn es leichter zu machen. Ja, an seinem ersten oder zweiten Schultag trifft er dann auf Summer und sie gründen einen Sommertisch, denn Augustus für August und Summer für Sommer sind dann der Meinung, so ist es, wir gründen einen Sommertisch. Und auch Jack wird ein guter Freund von Oggi und das spitzt sich aber alles so ein bisschen zu, denn es gibt natürlich immer Kinder, die sehr gemein sind, sehr böse sind und dann gibt es das Pestspiel zum Beispiel, also wer Oggi anfasst, muss das ganz schnell jemand anderen anfassen, weil er sonst die Pest behält und ja, er hat es nicht immer sehr leicht, also das muss man definitiv sagen. Auch seine Schwester Olivia hat es nicht immer leicht, denn als Schwester von einem so besonderen Kind ist es natürlich auch nicht leicht, so nebenbei zu leben sozusagen. Und sie ist sehr selbstständig, macht viele Dinge allein, aber will halt auch einfach als sie selbst dastehen und als Individuum gelten. Und es kommt natürlich immer wieder zu Problemen in der Schule mit anderen, auch innerhalb der Familie und ja. Es ist ein normales Leben, hat man den Eindruck, mit ganz viel Höhen und Tiefen, ganz viel Gefühl und ja, so etwas ganz Besonderes in der Geschichte. Natürlich ist das Leben auch bei uns normalen Menschen nicht immer leicht. Man spürt aber in dieser Geschichte, dadurch, dass man auch den Eindruck hat, uns erzählt tatsächlich ein 10-Jähriger etwas darüber, wie hart manchmal Kinder miteinander umgehen. Also Kinder sind sehr direkt, sehr ehrlich, sehr unverblümt und lassen alles raus ohne Filter. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand das wunderschön. Genau so müsste die Welt einfach ticken. Wir müssten einfach sagen, was wir denken, was wir fühlen und keiner dürfte sich irgendwie beleidigt fühlen oder sonstiges. Weil ich glaube, dann würde die Welt um einiges besser funktionieren, als wenn man hier ständig um irgendwelche Gefühle herumkreist. Funktioniert natürlich ab einem gewissen Alter nicht, wird uns dann auch irgendwann wegtrainiert, obwohl ich das in diesem Buch wirklich schön fand. Natürlich
trifft es einen schon, wenn Orgi beleidigt wird, wenn er fertig gemacht wird. Und man fragt sich wirklich, muss das sein? Es ist ein 10-jähriger Junge und ja, der tut einem tatsächlich auch manchmal sehr leid. Und das Besondere an dieser Geschichte ist, dass wir die Geschichte um Orgi auch aus anderen Augen sehen. Also wir sind dann eben auch mal wir sind die Freunde von Orgi, wir sind auch mal die Nicht-Freunde von Orgi, wir sind auch mal die Freundin von einer Schwester und sonstigem und erleben die Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln. Und jeder Blickwinkel, ja, bringt etwas Besonderes in die Geschichte ein. Und jeder Blickwinkel ist auch ein bisschen anders geschrieben vom Stil, was ich unglaublich gelungen fand, weil man so wirklich gespürt hat, man ist jetzt ein Mädchen, man ist ein Junge, man ist ein Jahr jünger, Jahr älter. Und jeder hat so seine Dinge auf andere Sachen gelegt, den Blick auf andere Sachen gelegt, als Orgi selbst es gemacht hat. Aber wir kehren natürlich immer wieder zu Orgi und diesem Geschichtsstrang zurück. Und es war einfach schön, diese Perspektivwechsel. Man wusste immer, wer man ist. Und es gab dazu auch immer ein wunderschönes Zitat aus Lieder oder aus Filmen und auch aus Büchern, und das fand ich ganz, ganz toll. Das war so eine Einstimmung in das, was kommen wird und wie man mitgenommen wird, und man wurde immer abgeholt und man konnte da einfach mit in der Geschichte bleiben, und es war eine unglaublich emotionale Geschichte, tief berührend und auch so augenöffnend, und sie gibt einem wieder Denkanstöße, dass man denkt, es ist doch vollkommen egal, ob wir schwarz oder weiß sind, Männlein, Weiblein, jung oder alt, wir sind alles Menschen. Ja, außer du bist eine Katze. Ja, da werde ich angemaust von der Seite. Und dass es einfach unsere Welt ist. Und warum man die Dinge manchmal so sieht, wie man sie sieht. Natürlich werden wir daran auch erzogen. Und wie vorhin schon gesagt, irgendwann legen wir ja ab, dass wir einfach das sagen, was wir denken oder was wir fühlen. Und dass ich glaube, finde, dass das wirklich das Problem in unserer Welt ist, dass wir das irgendwann einfach abschalten. Und jetzt mähen die Nachbarn Rasen. Sehr schön. Super. Ich hoffe, ihr hört es nicht so laut, sonst mache ich das Fenster gleich zu. Ja, eine unglaublich tolle Geschichte, die mich wirklich mitgerissen hat, begeistert hat, die mich zum Lachen und auch tatsächlich zum Weinen gebracht hat. Und ganz schlimm ist es, wenn man in Situationen weint, wo man es eigentlich nicht sollte. Und dann da sitzt und sich denkt, Steffi, nicht weinen, Steffi, reiß dich zusammen. Und man reißt sich dann tatsächlich zusammen. Ja, aber ich habe trotzdem meinen Tränen dann sowohl mal in der Mitte wie dann auch gegen Ende wirklich einfach freien Lauf gelassen. Und es war auch wieder schön, so Andis Gedanken dazu zu hören und eben wieder die Sicht von jemand anderen zu erfahren. Das macht eben dieses gemeinsame Lesen aus. Jeder legt so ein bisschen auf was anderes Wert und der Austausch ist immer wieder toll. Und ja, auch mit Andi diesmal vielen Dank, dass du mitgelesen hast oder mich zu diesem Buch gebracht hast, denn ich hätte diesen Buchschatz sonst tatsächlich irgendwie verpasst. Und das Schöne auch an diesem Buch ist, es gibt es gibt von einem Lehrer, von Mr. Browns, der setzt jeden Monat Maxime ein und möchte, dass sich die Schüler darüber Gedanken machen und erwartet dann eigentlich in den Sommerferien, dass sie ihm Postkarten schicken mit ihren eigenen Maximen. Und sehr schön ist zum Beispiel die Weisheit von Orgi. Ich finde, es sollte eine Regel geben, dass jeder Mensch auf der Welt wenigstens einmal in seinem Leben Standing Ovations bekommen muss. Fand ich toll, hat mir unglaublich gut gefallen, hat so in den Moment gepasst und ja, dann zum Beispiel auch die Oktobermaxime war, eure Taten sollen eure Denkmale sein. Das ist aus einem ägyptischen Grabmal. Dann war hier Dezember, das Glück ist mit den Tapferen von Vergil. Februar, es ist besser, einige der Fragen zu kennen als alle Antworten. Das fand ich toll. James Turber. Und Juni, folge einfach den Tag und greif nach der Sonne. Ist aus The Polyphonic Spree Light and Days. Fand ich wunderschön. Ich fand das ich fand es eine tolle Geschichte. Also es ist, zwar ist sie traurig und auch beklemmend und sehr tief, aber man geht so optimistisch und mit einem Lächeln dann auch wieder raus. Obwohl man noch so ein Tränchen an der Seite hat, denkt man, schön. Also das ist fast so ein bisschen wie das Schicksal ist ein mieser Verräter. Das geht ja auch mit einer ganz traurigen Geschichte einher und schenkt einem ein Lächeln und ganz viel Optimismus und neue Gedanken. Und auch wenn es ein Jugendbuch ist, hat es ganz viel im Kopf wieder bewirkt und ich fand es großartig. Also wirklich ganz, ganz tolles Buch. Wer es noch nicht kennt, jetzt wird es Zeit loszulegen. Also spätestens jetzt. Bin ja ich schon spät dran, aber ja, so ist es. Ja, das war ja eigentlich schon genügend für eine ganze Woche, aber es ging dann eben mit einem Hörbuch weiter von Jojo Moyes.
Und zwar habe ich eigentlich auf das neue Audible-Abo gewartet und dachte, oh, du hast ja noch dieses Kurzbuch von Jojo Moyes da. Und eben vormittags, wenn man da eben den Haushalt und so macht, dachte ich, oh, ist mal wieder praktisch, hörst du das einfach so mal nebenbei ein bisschen an. Ich habe es leider mir die Minutenzahl nicht aufgeschrieben, es ging irgendwas über 2 Stunden, ich glaube 2:10. Ja, es ist die Tage in Paris. Es erschien Anfang letzten Jahres, 2015, kostet als gebundene Ausgabe 8, als E-Book 6 und als Hörbuch auch 8. Und bei Audible war es eben für ein halbes Audible-Abo sozusagen erhältlich. Ich habe damals ja eben beide Kurzgeschichten genommen für mein Audible-Abo. Die Sprecherin ist Louise Helm, eine unglaublich tolle Stimme, wie ich fand, die sehr angenehm vorgelesen hat. Und sie ist unter anderem die Synchronsprecherin von Scarlett Johansson. Ja, finde ich, ja, kam mir auch bekannt vor. Dann habe ich danach geguckt, dachte, ah ja, genau, Scarlett Johansson. Manchmal hat man die Stimme im Kopf und dann kein Gesicht dazu. Es ist die Vorgeschichte zu einem Bild von dir, was ich noch auf dem Sub liegen habe. Und es sollte mir ganz viel Spaß und Lust auf das Subbuch machen. Hat 112 Seiten und ist im Rowohlt Verlag erschienen. Ich muss natürlich sagen, für ein Buch, das 112 Seiten sind, finde ich 8 Euro schon ein bisschen heftig, wenn ich ehrlich bin. So zum Anhören, für den halben Audible-Preis war es okay, aber für 8 Euro als Buch hätte ich es mir wohl tatsächlich nicht gekauft. Ja, die Geschichte ist relativ kurz erzählt, es sind ja auch nur knapp ein bisschen was über 100 Seiten. Wir haben 2 Zeitzonen, die jetzige Zeitzone, wo wir mit Liv und David, ja, auf Hochzeitsreise in Paris sind und David ist so ein bisschen Workaholic. Beide haben sehr schnell geheiratet, es gab sehr viel Skepsis im Freundes- und Familienkreis von Liv. Sie hat sich davon aber nicht abhalten lassen. Auf der Hochzeitsreise spürt sie aber so ein bisschen, dass David tatsächlich auch in der Hochzeitsreise berufliche Termine wahrnimmt, er sie viel alleine lässt und sie landet dann irgendwann in einem Museum in Paris und trifft dort auf ein Bild und sieht auf diesem Bild eine Frau, die genau die Gefühle widerspiegelt, die sie selbst fühlt. Und diese Frau ist Sophie. Und auch Sophie treffen wir 86 Jahre vorher, auch wieder in Paris. Und auch sie ist zusammen mit Eduard, ich weiß nicht mehr, wie man ihn ausgesprochen hat. Hab's ja nie mit Namen. Beide sind auch frisch verheiratet und er ist ein Künstler, ein Maler. Und jetzt hört der Rasenmäher mal auf, kann ich wieder ein bisschen leiser reden. Und beide sind auch frisch verheiratet. Er ist ein charmanter, lustiger, geselliger Künstler, der wunderbare Bilder malt, aber ja, im Grunde kein Geld eintreibt und alles auf Schuldschein macht. Dementsprechend lebt er eher ärmlich und Sophie geht direkt kurz nach der Hochzeit los und versucht, die Gelder einzutreiben auf sehr ruppige Art. Und irgendwann lässt sie sich dann eben auch mal von ihrem Ehemann malen. Und dieses Bild, wie gesagt, sehen wir dann eben ein paar Jahre, Jahrzehnte später im Museum. Und auch sie merkt irgendwie, hat sie sich das Eheleben ein bisschen anders vorgestellt. Wunderbar fand ich, dass wir in beiden Zeiten in Paris sind, dass wir nicht nur Zeitreise machen, sondern eben auch als Tourist in Paris sind und eben in einer ganz anderen Stadt sind. Und die Geschichte, diese Atmosphäre, die wir in Paris spüren, fand ich wunderbar getroffen von Jojo Moyes. Und ich mochte das, dass wir in der Jetztzeit sind und eben in der Vergangenheit und das auch noch in einer wunderschönen Stadt. Fand ich persönlich wirklich unglaublich gelungen, wie Jojo Moyes das rübergebracht hat. Hat mir gut gefallen. Man weiß auch immer, wann man ist, wo man ist und also das gab es keine Verwirrungen, das hat mir unglaublich gut gefallen und das hat mir wirklich auch Spaß gemacht und es verdeutlicht eben auch, was Frauen zu unterschiedlichen Zeiten denken, fühlen können und auch wenn sie noch so unterschiedlich erscheinen, irgendwas verbindet sie immer miteinander und so ist es eben auch in diesem Fall. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass die Geschichte unglaublich plakativ ist, sehr klischeehaft ist und ja, das fand ich irgendwie nicht so schön. Das hat auch nicht zu Jojo Moyes gepasst und ich muss sagen, sie kann mich auch mit dieser zweiten Kurzgeschichte nicht begeistern. Es war ein gutes Buch für so zwischendurch, aber die großen Gefühle lassen sich von ihr eben nicht in 120 Seiten aufbauen. Das klappt bei anderen Kurzgeschichten, die man liest, um einiges besser, also nicht von ihr. Sie schafft es für mich persönlich einfach nicht. Und das finde ich eben unglaublich schade, weil man natürlich eigentlich will, dass einem das Buch von einer Autorin, die man gerne hat, dann im Grunde auch gefällt. Aber ich werde die Finger von Kurzgeschichten von Jojo Moyes lassen. Sie bekommt mich damit nicht rum und ach, das ist so schade, aber was will ich machen? Es geht einfach nicht. Und die Sprecherin hat viel rausgerissen, weil ich wirklich, wie sie es erzählt hat, wie sie es rübergebracht hat, wie sie gesprochen hat, unglaublich charmant und schön fand und es Spaß gemacht hat, ihr zu folgen, auch so zwischendurch.
Aber ja, die Geschichte war nicht so toll. Und eigentlich wollte ich darauf dann Lust bekommen, ein Bild von dir zu lesen. Und dachte, die Geschichte wird es jetzt so spannend machen, dass du direkt zu diesem Buch greifst. Ja, wie ihr merkt, es hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wenn das diese Kurzgeschichte Lust auf das Buch machen sollte, irgendwie verfehlt sie es. Also, fand ich. Aber ich werde das Buch natürlich dennoch lesen, weil mich Jojo Moyes dennoch einfach interessiert. Aber eben nicht gleich. Eigentlich war meine Erwartung, dass ich direkt dann zu diesem Buch greife. Aber ja, es ist so ein Mittelding. Es war okay und gut, aber jetzt keine stürmische Begeisterung. Ganz anders. Das nächste Buch. Ja, ich habe dann lange rum überlegt, was möchte ich als nächstes lesen. Also so lange habe ich nicht überlegt, aber so ein bisschen war ich unentschlossen. Und dann war mir nach etwas Historischem. Und die liebe Paddy hat unglaublich von diesem Buch geschwärmt. Und zwar von Im Schatten der Königin von Elizabeth Freemantle. Und ich packe ihre Rezi alles natürlich in die Infobox. Und sie hat da so geschwärmt und dann dachte ich, Mensch, eigentlich bist du nicht so der historische Buchleser, aber die Tudor-Zeit ist ja definitiv eine sehr spannende Zeit in Englands Geschichte und ich habe schon so manche Biografie aus dieser Zeit gelesen und habe ja auch relativ aktuell die Tudors in diesem Jahr als Serie angeguckt. Und da ging es ja aber vielmehr um Heinrich den Achten, also Henry the Eighth sozusagen. Und da tut man sich mit Deutsch und Englisch immer ein bisschen schwer. Aber ja, das ist ja öfter mal so. Und ja, ich habe das Buch beim Bertelsmann Verlag angefragt und es wurde mir als E-Book zur Verfügung gestellt. Und ja, so bin ich dann eben in mein historisches Buch gestolpert. Ja, so ein paar Details. Es hat 544 Seiten, kostet als gebundene Ausgabe 20 Euro, als E-Book 16. Wer es gerne auf Englisch lesen möchte, findet es bereits ab 7 Euro. Und dort heißt es Sisters of Treason, also die Schwester des Verrats. Finde ich persönlich sogar noch cooler als Im Schatten der Königin. Ja, was ich sehr gut fand, ist, dass wir einen Stammbaum zu Beginn der Geschichte bekommen, wo uns die Tudors nochmal aufgezeigt werden. Und wir sind hier in der Zeit nach Heinrich dem VIII. Und beschäftigen uns mit seinen Kindern. Einmal haben wir da Mary, die ja aus seiner ersten Ehe vorgegangen ist, die dann ja aber eigentlich nicht in der Thronfolge auftauchte, weil ja die Ehe da als ungültig beschlossen wurde. Dann haben wir Elizabeth. Ja, die erste, glaube ich sogar, die Tochter der zweiten Frau ist von Anne Boleyn, eine tolle, geschichtlich charakteristisch starke Persönlichkeit, wie ich finde, die ja leider kein so glückliches Ende gefunden hat. Auch sie wurde nicht legitimiert oder im Nachgang delimitiert, wie auch immer man das nennen möchte, also sie war keine, die in der Thronfolge irgendwie sehr weit oben stand, eigentlich gar nicht komplett rausgehalten wurde nach dem Tod von Heinrich. Und dann haben wir eben noch den Sohn Edward. Das war, glaube ich, wirklich der Sohn der großen Liebe von Heinrich dem VIII., die ja, glaube ich, dann kurz nach der Geburt dann irgendwie gestorben ist. Ja, ich habe den Namen vergessen von der Frau. Ja, bei 6 Ehefrauen, da kann man schon mal einen vergessen. Schwierig, schwierig. Ja, und um diesen Geschichtsstrang sozusagen geht es um eben die Kinder, wie die nach der Reihe sozusagen ein bisschen an den Thron kam. Aber wir sind jetzt erstmal im Jahr 1554 und zwar sind wir in Tower von London und sind hier kurz vor der Hinrichtung von Lady Jane Grey, die als Vormund bestimmt wurde von Heinrich für seinen Sohn. Und zwar ist das von seiner Schwester, also von Heinrich dem VIII., die Schwester, die Tochter, also sozusagen von Heinrichs Nichte, die Tochter, die als Vormund bestimmt war und auch Edward, der hat ja, glaube ich, nur 19 Tage, glaube ich, regiert, ist dann an Krankheit gestorben oder sehr kurz regiert hat er nur. Und er hat auch sie in der Thronfolge ganz nach oben geschoben, weil er eben gesagt hat, von seiner Tante, die nachfolgen, sind ja im Grunde auch Tudors und die sind viel mehr berechtigt, auf den Thron zu gehen, als eben seine eigenen Halbgeschwister, die ja eben nie legitimiert dann wurden oder das aberkannt wurde. Und es ist total verwirrend, ja. Ja, das nur mal so ganz kurz. Und ja, Lady Jane Grey wird hingerichtet, sehr heftig, weil wir gerade in der Zeit sind, wo ja Heinrich sich vom kompletten katholischen Glauben abgewandt hat und sich ja eigentlich selbst mehr oder weniger irgendwie als Papst und König hingestellt hat. Und ja, natürlich seine Tochter, die Mary, das genaue Gegenteil davon möchte und man damals dagegen vorgegangen ist, wenn man eben irgendwie andersgläubig war. Und ja, man hat Lady Jane tatsächlich irgendwie
abbringen können, dass sie Protestantin ist, und das hat ihr sozusagen den Kopf gekostet von der neuen Königin Mary. Denn Mary hat sich selbst zur Königin ernannt und war auch, glaube ich, die erste Frau überhaupt auf dem englischen Thron. Und sie ist einfach der Meinung, als Erstgeborene von Heinrich gehört sie da auch hin. Könnte da mehr oder weniger sagen, sie hat recht. Darüber lässt sich natürlich streiten. Und sie geht eben gegen alle vor, die nicht katholisch sind. Also sie dreht das genau um, was ihr Vater eigentlich vorhatte, denn sie war gläubige Katholikin, auch durch ihre Mutter. Und sie lässt alle verbrennen, die Protestanten sind oder andersgläubig sind. Und sie war wirklich eine sehr, sehr schlimme Königin. Und sie geht ja auch in die Geschichte ein als Bloody Mary. Das sagt wahrscheinlich so manchen was. Und unser Geschichtsstrang dreht sich aber nur ganz indirekt um die Königinnen und Könige und das Königshaus. Denn wir begleiten, ja, was sind denn das eigentlich? Sind das die Cousinen? Das müssten eigentlich die Cousinen sein. Sind das Cousinen? Das sind, oder von den Cousinen der Königin sozusagen die Kinder. Müsste hinkommen. Also die Enkel von der Schwester von Heinrich dem VIII. Ja, es müssten, ja, von den Cousinen den Kindern. Würde ich jetzt mal vermuten. Und zwar verfolgen wir die Cousine Mary Grey und auch Kitty Catherine Grey, die Schwestern von besagter Lady Jane Grey. Und haben hier Perspektivwechsel von diesen Mädchen, die ja nicht so ganz wohl dabei ist, als sie ihre Schwester verlieren und natürlich jetzt nur noch sich haben, ihre Mutter haben und aber einen Familienruf haben, da der Vater ein Verräter war, die Schwester bzw. Tochter, wenn man von Francis drauf schaut, von der Mutter, und dass sehr viele Spannungen gibt und eben auch sehr großer Verdacht nahegelegt wird, dass diese Kinder, dass diese Familie eben doch nicht so tatsächlich denkt und tickt, wie sie es vorgibt. Und sie leben in der Nähe des Hofes, was es natürlich sehr schwer macht, da irgendwie rauszukommen, und man ist ständig bedacht, sich Gedanken darüber zu machen. Und wir haben dann auch noch Levina, die sich, von der wir so ein bisschen was erfahren. Wir haben hier unterschiedliche Perspektiven, die eben einen Rundumblick auf die damalige Geschichte geben. Der Perspektivwechsel ist unglaublich gelungen. Denn wir erfahren immer, wann wir sind, wo wir sind und wer wir sind. Und das finde ich gerade in einem Buch, wo dann eben auch so Zeitsprünge sind, also so ein Jahr oder sonstiges, wo wir uns gerade befinden, wirklich unglaublich gelungen. Man war sofort drin, man wusste genau, wo bin ich und wo geht die Geschichte weiter. Fand ich ganz, ganz toll. Diese ganze Tudor-Zeit war eine faszinierende Zeit. Also ich fand die unglaublich spannend. Ich lese darüber heute noch gerne und gucke auch den ein oder anderen Film dazu, gibt es ja einige Filme da drüber. Und ich mochte dieses Zusammenspiel aus Geschichte, aus Fiktion, aus historisch Belegten. Und die Autorin hat es wirklich geschafft, dieses historisch Belegte wunderbar hineinzubringen. Also es ist alles nachzulesen, es ist alles so passiert, nur halt natürlich die Details, Dialoge, da war keiner dabei, der die aufgeschrieben hat. Das fand ich unglaublich toll. Es war tiefgründig, es war aufregend, die Atmosphäre war absolut gelungen und man war so richtig in Zeitreise. Das fand ich so, so toll. Ich bin ja ein Zeitreisemädchen und ich möchte nicht nur, dass meine Protagonisten in der Zeit reisen, nein, auch ich möchte mitreisen. Und das klappt natürlich mit historischen Romanen wirklich ganz, ganz toll. Man hat es förmlich vor Augen gehabt und man hat es gefühlt und ja, man hat dann irgendwann, wenn man die Augen aufgeschlagen hat, gedacht, oh, ich lebe doch wieder im 21. Jahrhundert und nicht im 16. Und ich finde das unglaublich toll. Auch was diese Frauen mitgemacht haben, was diese Intrigen am Hofe wirklich bedeuten, wenn man da so die Aufmerksamkeit bekommt, wie schnell es auch geht, dass man verurteilt wird und was halt auch für Mittel angewendet wurden, damit man das sagt, damit man eben schuldig ist, ne? Also ich glaube, dass das sehr, sehr viel schlimmer war, als man es wahrscheinlich sich heute vorstellen kann. Und es hat einen mitgerissen, in die Tiefe gerissen und es war ein unglaubliches Leseerlebnis. Aber es hat einen nicht nur tief im Sinne von gefühlsmäßig runtergerissen, sondern es gab eben auch Höhen, es gab diese Intrigen, es gab freudige Dinge, mit denen man sich mitfreuen konnte und man hat einfach die Zeit geschmeckt. Ich fand es unglaublich toll gemacht. Ich bin wirklich hin und weg von diesem historischen Buch. Hätte ich ja gar nicht gedacht, weil wie gesagt, ich bin nicht der historische Buchleser. Aber ja, Paddy, ich danke dir für diesen Schatz, weil mir das echt Spaß gemacht hat. Diese Tudor-Zeit nimmt mich einfach immer wieder auf eine neue Reise mit und macht mich einfach
ja, sie bringt mich einfach geistig irgendwie nochmal so, wow, da drehen sich dann noch so ein paar Gehirnwindungen, weil man Dinge dann nochmal anders wahrnimmt, anders sieht und gerade mit diesen verschiedenen Perspektivwechseln nimmt man die Dinge eben auch einfach anders von jeder Seite wahr und beleuchtet dann Geschehnisse, die tatsächlich passiert sind, ganz anders und das ist einfach toll. Ich mag dieses Fiktion und Realität und ich habe das unglaublich genossen. Ich gucke mal auf meinen Zettel, ob ich irgendwas vergessen habe. Nein, ich glaube nicht. Ja, die Sprache. Also sie war ganz, ganz wunderbar. Ich konnte mich da wirklich einfühlen und war mit dabei. Und es war eben wirklich so, als wäre man selbst zu dieser Zeit am Königshofe gewesen oder ein bisschen weiter davon entfernt. Und es war einfach großartig. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Es war grandios, es war perfekt und es hat mir einfach unglaublich gut gefallen und ich habe es dann wirklich verschlungen. Also ich habe diese 544 Seiten nicht gemerkt. Ich habe die, ich glaube, 2,5 Abende und einen Morgen, schwupps, irgendwie war es gelesen und ich fand es wirklich toll. Also das war, wenn man da einmal angefangen hat, da war man einfach drin, man war im Flow und man hat dann 100 Seiten gar nicht gespürt. Und auch heute früh, da waren es, glaube ich, noch so auf meinem E-Book-Reader um die 80. Er zeigt es nicht ganz korrekt an von der Seitenzahl. Also die gleichen Seiten, wie dann das Buch hätte. Und man liest und man hat es nicht gespürt. Schwupps, war die Geschichte zu Ende. Und es war einfach toll. Auch was da drin passiert und wie und ach, grandios. Also wirklich, wer historische Bücher mag oder die Tudor-Zeit interessant findet oder zum Beispiel gerade die Serie, die Tudors geguckt hat und wissen Sie, wie geht's denn danach weiter, der greift einfach mal zu diesem Buch, denn das ist wirklich ganz, ganz unglaublich und hat mir wirklich unglaublich gut gefallen. So, das waren jetzt die 4 Bücher der Woche. Ja, es ist tatsächlich ganz schön was zusammengekommen. Ich empfehle jetzt natürlich niemanden, dass er unter Schlafmangel leiden sollte, um Bücher zu lesen. Aber bevor man sich stundenlang im Bett wälzt, greife ich dann eben einfach zum Buch und lese ein bisschen. Und meistens klappt es dann, dass man nach einer Viertelstunde dann doch ein bisschen müder wird. Ja, was gab es die Woche noch ein bisschen? Also ich habe ja diese Woche einen Vlog hochgeladen zum Thema, was ich an Lesern nicht verstehe. Und ich hatte so viel Angst, dieses Video hochzuladen. Und die Angst war total unbegründet. Das Video und eure Reaktionen waren einfach unglaublich, wie toll ihr darunter kommentiert habt und dass so viele einfach auch gesagt haben, sie können meine Meinung absolut verstehen und sie wundern sich über manche Dinge auch. Und ich saß dann bei den Kommentaren tatsächlich manchmal so sprachlos davor und habe dann eigentlich schon auf negative Leute gewartet, die dann sagen, ach, die sich halt auch angesprochen vielleicht gefühlt hätten und dann sagen, was ich da wieder für ein Zeug labere. Und ich bin total überrascht über diese positive Resonanz und ich glaube, dass einfach ganz viel Redebedarf gibt über Dinge, über Bücher, übers Lesen, dass es tatsächlich jetzt wahrscheinlich einfach mal ein bisschen mehr Vlogs von mir geben wird. Es gibt noch das eine oder andere Thema, über das ich gerne sprechen möchte und wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, hey, das interessiert euch, dann auch gerne mal in die Kommentare, würde ich mich super freuen, was euch so ein bisschen interessiert und ich denke, dass wir dann einfach zukünftig vielleicht ein bisschen mehr Vlogs haben und dass regelmäßiger einfach so dieser Austausch stattfindet, weil unter diesem Video waren unglaublich viele Kommentare und ich mochte es dann, mich auch über die Kommentare über euch auszutauschen. Ich glaube, ich bin noch nicht komplett durchgekommen durchs Kommentieren, also wenn euch noch eine Antwort wartet, sie kommt auf jeden Fall. Ich wollte mich da einfach hier nochmal dafür bedanken, weil ich da wirklich so fast sprachlos war und ja, diese vielen tollen, lieben Kommentare auch mit den eigenen Gedanken, die dann zum Austausch sind und fand ich ganz, ganz toll. Also vielen, vielen lieben Dank und wie gesagt, wenn ihr ein Thema habt, was euch unter die Nägeln brennt und ihr da vielleicht einmal sagt, hey, was sagst du da und da dazu, dann immer mal gerne in die Kommentare, dann greife ich das natürlich auch gerne auf. Dann gab es diese Woche, ja, Game of Thrones Folge 7. Eine sehr interessante Folge. Wir waren diese Woche auf dem Kanal von Sabrina. Das Hangout verpacke ich euch natürlich auch in die Infobox. Wer es nicht gesehen hat, und ich muss ehrlich sagen, es sind noch 3 Folgen und ich habe unglaublich viel Angst vor den nächsten 3 Folgen. Und ich bin sehr gespannt, was uns da noch erwartet. Die 10. Folge wird ja sogar 69 Minuten dauern, die längste Folge überhaupt. Und ich bin sehr gespannt. Also, ja, sehr gespannt. Ja, Katze guckt mich an, die denkt sich immer, was redet Frauchen denn da immer mit der Kamera, ne? Warum ich nicht mit ihr spreche, ne? Dann wird auch geschnurrt und dann sitzen wir kilometerweit und man könnte ja ein bisschen näher kommen. Nein, das geht natürlich nicht, ja, Katzen. Ja, unsere Katzen. Leidiges Thema. Nein, Maus, ne? Du natürlich nicht. Ja, Game of Thrones beschäftigt mich definitiv. Also es gibt
ganz viele Theorien, die mir im Kopf umherschwirren, ganz viele Gedanken, die mir im Kopf herumschwirren. Und ist wirklich ein Thema, was mich nicht loslässt. Also, verfolgt mich bis in die Nacht. Diese Woche bei mir eingezogen ist die neue Flow. Ich habe noch nicht drin gelesen. Wann auch? Ich habe so viele Bücher gelesen. Gar noch nicht dazu. Ich werde sie mir aber jetzt dann demnächst vornehmen. Also ich freue mich auf sie. Sie hat so ein bisschen das Motto, wohin gehen wir? Immer nach Hause. Fand ich sehr schön. Achtsamkeit, dann gibt es Inspirationen. Es wird ein Notizheft zum Selberbinden dabei sein. Und Thema ist Trost bei sich finden. Also ich freue mich drauf. Sie sieht wieder optisch super, super schön aus, wie ich finde. Und ja, ich bin sehr gespannt. Freue mich, wie gesagt, und lese ich halt immer wieder gerne und durfte diese Woche dann auch nicht fehlen, als sie erschienen ist. Ich glaube, ich habe sie dann Mittwoch im Einkaufen mitgenommen oder Donnerstag. Irgendwann so. Ich sollte vielleicht drüber nachdenken, sie echt als Abo zu holen. Aber ja, dann ist diese Woche ein Buch erschienen, von dem ich zwar wusste, dass es in der Mache ist, also beziehungsweise, was hole ich ein bisschen weiter auf. Meine Schwester hat ein Buch geschrieben, aber es soll jetzt keine Werbung für dieses Buch sein. Also eigentlich natürlich schon, aber ja, ich zeige es euch einfach. Ja, also meine Schwester hat ein Buch geschrieben, Der erste Sonnenstrahl, und ein wunderschönes Cover. Also ich finde, das haben sie wirklich sehr, sehr schön gemacht, zusammen mit einer Freundin, die das so ein bisschen professionell macht. Finde ich sehr, sehr gelungen. Das ist die Hardcover-Ausgabe. Sie macht das als Self-Publisherin und ich bin sehr stolz. Also ich bin sehr begeistert, ich bin sehr gespannt. Ich habe die Geschichte noch nicht gelesen. Ich habe mich nicht als Testleser qualifiziert sozusagen. Ich glaube, es lag einfach daran, dass man als Familie wahrscheinlich nicht objektiv genug auf die Dinge guckt. Und ich bin aber dennoch jetzt sehr gespannt, um was es in der Geschichte geht. Sie hat es mir dann natürlich auch noch als E-Book zugeschickt und wir haben hier ja auch eine wunderschöne Widmung, hat sie natürlich reingeschrieben, und ich fand es ganz schön, sie hat dann so geschrieben, dass sie sich halt dafür bedankt, dass ich sie in die Welt von Buffy und Harry Potter hineingezogen habe und dass sie halt dankbar dafür ist, dass wir die wunderbaren Abende zu Harry Potter Premieren im Kino verbracht haben. Und das sind so schöne Momente, wo ich denke, oh ja, die Nachtvorstellung um Punkt 0 Uhr, wie verrückt waren wir mal. Fand ich sehr schön. Auch das Danke, oh, da laufen einem dann die Tränen. Also, es ist Jugendfantasy, es wird, glaube ich, ein bisschen Urban Fantasy sein. Es wird diese Woche ab Mittwoch oder Donnerstag dann auch das E-Book geben. Also folgt mir da einfach mal auf Facebook und Instagram, da werde ich euch da auf den Laufenden halten. Es ist jetzt schon als Taschenbuch verfügbar, ich glaube für 11,95 und das Hardcover kostet, glaube ich, über 20 Euro. Also das ist, glaube ich, wirklich Luxus. Aber es ist toll. Hat ein bisschen was über 250 Seiten, glaube ich, hatte sie gesagt. Und ich bin mega gespannt. Es ist schon irgendwie cool, von der eigenen Schwester das Buch in der Hand zu haben. Also, ne, ich glaube, cooler findet man es dann nur noch, wenn es sein eigenes Buch ist. Aber ja, vielleicht kommt das ja auch mal noch eines Tages. Also, ja. Ich muss natürlich mal zeigen. Ja, also, es kommt natürlich einfach von Herzen, dieser Tipp, wer Fantasy gerne mag, also eher Urban Fantasy, es wird kein High Fantasy sein, und so ein bisschen Jugendbuch, der soll einfach mal die Augen da noch offen halten, vielleicht habt ihr da ja einfach mal Lust, wenn es dann als E-Book da ist, da einfach zuzugreifen, und wie gesagt, folgt mir da einfach mal, dann packe ich es auf jeden Fall dann auch in die Infobox und auf Facebook und so, sobald dann das E-Book da ist, und ja, finde ich schön, dass es jetzt da ist. Also sie hat da ja lange mit gekämpft und mit sich selbst gekämpft und sich auch den einen oder anderen Tipp geholt. Ich habe ihr viele Videos von Laura Newman empfohlen, die ja wirklich tolle Self-Publisher-Videos macht. Und da konnte sie wohl auch ganz viel mitnehmen an Wissen und Tipps. Jetzt bin ich fix und fertig. Ich rede hier mich hier um Kopf und Kragen. Sonst gab es diese Woche nicht viel Aufregendes. Seit gestern Freitag sozusagen ist ja Europameisterschaft. Wir Deutschen spielen hier sozusagen heute am Sonntag. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ich bin noch nicht so richtig im Fußballfieber. Zur WM war ich ja wirklich ein Freak. Dieses Mal irgendwie bin ich ein bisschen verhaltener, was vielleicht an der etwas merkwürdigen Zusammenstellung der deutschen Mannschaft liegt. Wo ich mir so denke, kann das was werden? Ja, gucken wir mal. Ich habe einen anderen Favoriten, aber das verrate ich natürlich nicht. Und also natürlich wird Deutschland Europameister. Aber so tief im Herzen schlägt mein Herz für eine andere Mannschaft. Aber
naja, schauen wir mal, der beste möge gewinnen sozusagen. Und ich gucke auf jeden Fall immer so ein bisschen in ziemlich viele Spiele hinein, weil ich mir da so ein bisschen Gesamteindruck schaffen möchte. Und ich finde halt einfach schön dann den Austausch mit Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, wenn es dann wirklich so ein bisschen darum geht. Und gerade das deutsche Spiel, wenn man da ein bisschen zusammenkommen, mehrere Menschen, und sich da austauschen kann, ist das halt immer toll. Vielleicht auch mal Public Viewing, je nachdem wie das Wetter ist heute. Bei uns Samstag haben wir das nicht so toll. Also es hat jetzt gerade so aufgezogen, wie man hört, es wird auch Rasen gemäht. Dementsprechend kann es nicht so schlimm sein, aber es ist tatsächlich ein bisschen frisch, weswegen ich ja ein bisschen wärmer angezogen bin. Ja, was wird es jetzt als nächstes von mir geben, was gelesen wird? Ja, es gibt einen Neuzugang diese Woche. Ein Buch, was aktuell in aller Munde ist. Und zwar These Broken Stars von Amy Kaufman und Megan Spooner. Und das ist Lilac und Tarver, erschienen im Carlsen Verlag. Und das ist diese Woche bei mir angekommen. Ja, ich habe mich sehr über diese Buchpost gefreut. Ich bin da total gespannt drauf. Es ist, wie gesagt, in aller Munde und es sieht auch einfach wunderschön aus. Also ich bin ja nicht der große Kammerkäufer, wie ihr wisst, aber das, wenn die Augen dann so funkeln und die Schrift, also ganz, es fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an, so samtig, aber ich bin sehr gespannt. Das wird jetzt, denke ich, gelesen. Also das liegt jetzt dann auch auf meinem Tisch, auf meiner Couch und wird jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall gelesen und ja, da könnt ihr dann nächste Woche auf jeden Fall ein bisschen was dazu hören. Ansonsten, was gibt es diese Woche für Videos? Geplant ist mein kleines Bücherregal, also das hinter mir. Das Video habe ich auch schon gedreht. Und ich hatte ja die Woche, wie gesagt, Spätschicht. Dementsprechend kann man Vormittag auch ganz gut mit Licht drehen. Und dann gibt es einen coolen Tag, den ich drehen werde. Wahrscheinlich dann morgen, also Sonntag. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, bevor wir uns dann zur nächsten Bücherwoche, das ist ja dann schon sogar über nach dem 15., also es ist schon dann Mitte Juni, Wahnsinn. Ja, ist dann auf jeden Fall schon Mitte Juni und da könnt ihr dann auf jeden Fall gespannt sein, was ich natürlich auch zu diesem Büchlein dann erzählen werde. Und ich glaube, jetzt habe ich lang genug geplaudert. Ja, ich habe jetzt keine Uhr, wo ich so genau hingeguckt habe, aber es ist schon ein ganzes Stückchen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Bücher, die ich euch vorgestellt habe, haben euch gefallen, weil ich kenne ja auch schon das ein oder andere Buch oder wollt es auch lesen. Dann immer gerne her damit in den Kommentaren. Erzählt gerne was dazu. Oder wenn ihr vielleicht auch Buchempfehlungen habt, wo ihr sagt, Mensch, wenn dir das gefallen hat, gefällt dir vielleicht auch das. Immer, immer, immer her damit, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich wünsche euch nun noch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag oder wenn ihr das Video abends seht, auch einen schönen Abend. Danke euch fürs Zusehen und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.